Ich liebe dich. Ja, und ich dich auch. Als würde man bei einem Autounfall zusehen. Grässlich und man kann doch nicht wegsehen. Also, diese amtliche Bekanntmachung, die echt nicht so laut geplant war. Ist die dir peinlich gewesen, oder? Sie war zu laut. Aber ich habe eine äußerst tolerante Peinlichkeitsschwelle. Ist das ein Glück. Wer ist Anne Black? Es ist nur eine windige Agentin, die beim Showcase war. Sie wollte mich treffen. Aber das ist doch super. Du solltest sie anrufen. Grace sieht ziemlich gut aus, nicht? Ja, sieht ganz gut aus. Sie ist sehr gut gebaut. Eigentlich zu dünn für mich. Also, dann bin ich nicht zu dünn für dich? Nein. Ich schätze, dann bin ich wohl was anderes. Ja, du bist echt schräg und quirlig. Quirlig? Ich bin schräg und quirlig, ja. Und das liebst du an mir? Katrina? Ja, Ben Tickle, ihr Manager. Ein Freund, der selbst einen Manager braucht. Also, Mr. Tickle, Ihre Klientin und ich sollten bitte allein sprechen. Also, es gibt ein Vortanzen. Heute Nachmittag. Vielleicht wird das der Anfang einer besonderen und lukrativen Beziehung zwischen uns. Cheerleader sein ist viel härter, als du denkst. Klar, ich zeig's dir. Du wolltest es doch schaffen auf der normalen Schule. Ja, sicher, ja klar. Es ist nur... Vielleicht ist das ja mein Ding. Cheerleading? Ach, du Snob. Das Problem ist, ich bin nur eine 3+. Oh, jedes Thema, nur nicht Schule, bitte. Ich meine körperlich. Christian ist eine 1 oder 1+ und ich bin nur eine 3 oder 3- an schlechten Tagen. Ach, da steht, du solltest das aus 30 cm Entfernung aufsprühen. Ich bin braun, 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 ich bin braun. Mein Freund Ben hat mich überredet hier. Du bist selber hierher gekommen. Irgendetwas hat zu deinem Auftritt geführt beim Showcase. Und aus dem gleichen Grund warst du gestern beim Casting. Ich denke, es fehlt mir, das Tanzen. Meine Beine fühlen sich komisch an ohne. Also bist du Tänzerin. I really